Ja, hallo liebe Leute, und weiter geht's mit dem Finale. Gucken, ob wir immer noch weiter verarscht werden jetzt hier in der dritten Folge. Aber das Spinnerbait bringt ja auch nichts. Da tut sich gar nichts. Ich weiß nicht mehr, welchen Köder ich nehmen soll. Ich weiß nicht, welchen Spot ich nehmen soll. Es beißt einfach nichts, egal was ich mache. Es ist scheißegal, was ich mache. Ist alles falsch. Egal, was ich mache, es bringt nichts. Gar nichts. Absolut tote Hose hier, als wenn es hier keine Fische mehr gibt. Auf Tempo 3 versuchen Stop and Go, kommt der Köder kaum hoch, ey. Ist aber nur an diesem See so beschissen. An den anderen beiden, wo die Quali und das Halbfinale war, da war es nicht so schlimm mit der Köderführung. Und wieder ein Forellenbarsch. Die beißen hier wie verrückt. Ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll hier. Ich habe keinen Bock hier umsonst hin und her zu werfen und reinzuziehen und rauswerfen und reinziehen und rauswerfen und reinziehen, und es bringt nichts. Bis auf die falschen Fische oder Fehlbisse. Ist frustrierend. Fühlt man sich richtig schön verarscht. Und was ist das jetzt? Schon wieder ein Hänger. Ja, klar, die gibt es hier. Aber keine Fische, die beißen sollen. Die gibt es nicht. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll hier. Gibt hier einfach keine Fische mehr.
Normal gehen die auf die Köder wie Hektor, die Barsche. Aber hier für das blöde Turnier haben sie das wieder so blöde eingestellt, dass sie überhaupt nicht beißen. Wahrscheinlich spawnen noch nicht mal welche, wie es aussieht. Dann kann natürlich auch keiner beißen, wenn keiner spawnt. Wie sich der Köder verhält. Erst kommt er nicht runter, dann kommt er nicht hoch. Und dann beißt wieder so ein Minifisch. Wieso kriegen die die großen. Der hat einen 1,8 Kilo gefangen. 1,9 Kilo. 2,1 Kilo. Die fangen jetzt die Trophys. Die waren sowieso schon so weit vorne und jetzt fangen sie auch noch die Trophys. Die sind ja gar nicht mehr einzuholen. Ich frage mich, wo sie die fangen. An welchem Spot? Hä? Kann niemand zu weit gewesen sein. Achso, da ist der Felsen natürlich. Doch wesentlich dichter als ich dachte. Und dann sieht es wieder so aus, als wenn man zu kurz gebrochen hätte. Ganz früher hat man die Schwarzbarsche ganz hier links in der Ecke da bei dem Felsen lang gefangen. Da fängt man sie jetzt auch gar nicht mehr. Und zwar da. Da hat man sie gefangen früher. Na komm hoch. Man kriegt keine saubere Köderführung hin hier. Es ist so zum Kotzen in dem Gewässer. Aber da beißen sie nicht mehr. Da habe ich früher die Trophys gefangen. Schwarzbarsch-Trophys. Ne, da ist jetzt gar nichts mehr. Total tote Hose. Man muss schon da hinten hinwerfen. Und am besten nach ganz hinten durch. Und dann kommt der Köder wieder nicht hoch mit dem Arsch. Was ist das für eine Scheiße, ey? Verhält sich ganz komisch. Jetzt kommt er endlich hoch. Irgendwie scheint die Rolle auch nicht das richtige Recovery zu haben. Wenn ich hier auf Tempo 2 ihn hochziehe und loslasse, dann hängt die Schnur durch und muss erstmal einen Kilometer Schnur nachholen, irgendwie, bevor ich das nächste Mal überhaupt twitchen kann. Das ist doch nicht normal.
Aber im Moment ist es völlig egal, wo ich hier bin, wo ich mich hinstelle. Sie beißen einfach nicht. Bei den anderen beißen die Trophys und bei mir beißt gar nichts. Wird wahnsinnig hier. Ich werde echt gleich wahnsinnig hier. Wenn ihr nicht gleich mal was Vernünftiges beißt. Jetzt kommt er wieder nicht hoch, ey. Man muss eine halbe Stunde lang kurbeln, damit er 3 mm hochkommt. Ich werde hier durchgehend verarscht. Und jetzt beißen noch nicht mal mehr Forellenbarsche. Beißt hier gar nichts mehr. Wo die anderen Trophys fangen, fange ich gar nichts mehr. Ist das anstrengend, wenn man nichts fängt, ey. Ist einfach nur ermüdend und langweilig und frustrierend. Alles in einem. Und jetzt kommt der Köder wieder nicht hoch mit dem Arsch. Noch nicht mal mehr Fehlbisse, gar nichts mehr. Seit dem letzten Fehlbiss beißt nichts mehr. Egal welchen Köder, egal welchen Spot. Man weiß auch nie, welcher Spot gerade aktiv ist. Die wechseln hier in den Turnieren hin und her. 3 Sekunden ist der eine offen und dann 2 Sekunden der nächste. Und immer wenn man den Spot wechselt, dann ist der gerade wieder der geschlossene und der andere ist wieder, wo man weggegangen ist, wieder der offene wahrscheinlich. Völlig egal, wo ich hinwerfe. Es beißt nichts. Wieder da hängt der Köder. Mit der Schnauze nach unten, mit dem Arsch nach oben. Das ist unmöglich. Der Köder ist vorne an der Schnauze befestigt. An der Schnur. Und jetzt kommt er wieder gar nicht mehr hoch. Also. Was ist das? Was haben die das Spiel kaputt gepatcht, ey? Jetzt hängt er wieder so, dass er wieder mit der Schnauze nach unten hängt. Also,
Und jetzt kommt er wieder nicht mehr hoch. Also, man weiß ja überhaupt nicht, wie man den Köder führen soll. So ein Schwachsinn, ey. Da hinten ist also auch keiner. Und dann kommt er mit dem Ruck hoch. Also was ist das für ein Schwachsinn? Dann kommt er wieder gar nicht hoch und dann wieder mit dem Ruck. Also. Und das kann nicht am Untergrund liegen. Unmöglich. Wieder ein Fehlbiss. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe keine Lust mehr. Ich brauche eine Pause. Tut mir leid, Leute, aber das ist die größte Verarschung, die ich jemals bei Fishing Planet erlebt habe. Angelst du hier die Hände blutig und fängst nicht einen Fisch, ey. Was soll sowas? So viel kann ich gar nicht rauchen, um mich wieder zu beruhigen. Bin echt geneigt, das nochmal wieder zu schließen, das Spiel, und neu zu starten, weil hier kann irgendwas nicht stimmen. Irgendwas stimmt hier nicht. Der beste Beißzeit ist schon wieder vorbei. Die Trophys fängt man wahrscheinlich nur noch bis Ende dieser Stunde. Und ich habe nicht einen einzigen, ich habe noch nicht mal einen kleinen gefangen in der Zeit, wo die anderen die Trophys fangen. Und das kannst du echt nicht sein. Dass das so ungerecht verteilt wird hier, das Fangen oder nicht Fangen. Ja, genau, egal wo ich hinwerfe, ich habe immer erstmal einen Hänger. Warum sollte ich auch einen Biss haben, wenn ich einen Hänger haben kann? Klar, wieder ein Hänger. Kostet ja nix. Kriegst umsonst die Dinger. Wie sich der Köder verhält. Nee, ich werde das Spiel nochmal schließen und nochmal neu starten. Das ist unmöglich zu spielen so. Unmöglich. Es ist nur am Rumhakeln und der Köder kommt mal hoch und mal nicht. Entweder kommt zu schnell hoch oder er kommt gar nicht hoch. Egal ob Tempo 2 oder 3. Der Köder baut nur Mist.
stelle mich mal ein bisschen weiter links hin. Vielleicht geht das besser. Hey, was ist das denn jetzt hier? Ich sehe meine Angel nicht. Jetzt habe ich wieder einen neuen Bug hier nach Neustadt. Wieso sehe ich meine Angel nicht? Was ist das hier für ein Blödsinn? Ich sehe nur die Spitze da unten als hä? Als hält er die Angel zwischen den Beinen ganz unten irgendwie. Was soll das? Was soll das, frage ich. Was haben die aus dem Spiel gemacht? Gehen wir wieder an dem Spot hier. Jetzt sieht man die Angel auch wieder. Hey, jetzt steht hier wieder einer mit mir. Ist total verbuggt, das Spiel. Ich muss noch mal raus. Tut mir leid, Leute, aber das Spiel ist kaputt. Ich muss so lange neu starten, bis ich endlich einen vernünftigen Zustand habe. Kann nicht angehen hier. Es läuft schon wieder so hakelig. Klar, gleich wieder ein Hänger. Was auch sonst. Ich kriege echt den letzten Platz, weil der andere hat ja gar nicht mitgemacht. Der 19. ist der letzte Platz, nicht der 20. Weil der 20. gar nicht mitgespielt hat. Der hat gleich aufgegeben. Wahrscheinlich hat er hier beim Testen schon gemerkt, dass man hier nichts fängt. War ja in den Tests auch nicht viel besser. Na gut, ich habe wenigstens 10 Fische voll bekommen in 8 Ingame-Stunden Testzeit. Jetzt habe ich gerade mal 5 Fische. 5 Fische in fast anderthalb Stunden Echtzeit.
Das sind 6 Stunden Ingame-Zeit. Größer, Dollar kann man nicht verarscht werden. Geht gar nicht. Der Spot ist tot hier. Wie die anderen beiden Spots auch. Alle Spots sind tot hier. Absolut tote Hose. Hä? Wo bin ich denn jetzt hier? Achso, war noch die Fahne im Weg. Er kommt wieder nicht hoch. So, scheißegal, wie ich den Köder führe, Amy. Es beißt einfach nichts. Ob Stop and Go oder Tempo 2 durchziehen. Jetzt mache ich wieder mit Tempo 3 Stop and Go. Aber er kommt da nicht hoch. Jetzt erst. Nach 10 Meter ziehen. Oh, Hänger, die gehören dazu. Jede Menge. Und wieder ein Fehlbiss. Ich habe hier nur Fehlbisse nur noch. Die letzten 4 Ingame-Stunden nur Fehlbisse. Damit ist der Spot jetzt auch wieder tot. Hier wird nichts mehr beißen nach dem Fehlbiss. Aber was ist das jetzt hier? Ich krieg die Taste einfach nicht zu fassen. Stell ich mich mal hier hin. Das Gebüsch, vielleicht bringt das was. Ja, ein Hänger bringt's. Alles scheißegal. Ist egal, wo du dich hinstellst, ist egal, wo du hinwirfst. Und es ist egal, welchen Köder du nimmst. Es beißt einfach nichts. Hä? Ich hab's auch extra so eingestellt mit dem Ding, dass ich nicht zu weit werf. Und hab auch rechtzeitig gedrückt. Und trotzdem geht er zu weit. Das ist doch total kaputt, das Spiel. Ich habe einen Biss, das darf nicht wahr sein. Aber wieder nur einen kleinen. Neunhundertfünfundneunzig Gramm. Die anderen fangen 2, 3.
8,5 Kilo hat da einer angefangen. Einen einzigartigen. Und ich fange 995 Gramm. Wollen die mich verarschen oder was? Das ist anstrengend. Wenn man nichts fängt, ist das 10-mal anstrengender, als wenn man Fische fängt. Irgendwie dann kommt einem das nicht so vor. Ey. Aber wenn man hier nichts fängt irgendwie und sich hier einen abackert, wie blöder, den Köder vernünftig zu führen, was fast unmöglich ist. Hier, jetzt kommt er wieder nicht hoch, obwohl ich immer die gleiche Anzahl von Umdrehungen mache hier. Das ist wieder nur so ein kleiner, oder? Aber vielleicht ein Tick über ein Kilo. Ich fange hier nur die kleinen. Aber die Beißzeit ist ja auch vorbei, stimmt. Ist ja schon 18:08 Uhr. Ach, wie zweit. Sag ich doch. Also schon Zeit zum Break. Für die letzte Folge. Ja, Leute, bis zur nächsten Folge. Dann seht ihr das Ende des Finals. Tschüss.